Ein langer, bisweilen mühevoller Weg von aufkeimender Freundschaft hin zur tatsächlichen Partnerschaft war die Beziehung zu Hadera in Israel. 1974 begannen Jugendliche beider Städte durch regelmäßigen Austausch die schwierigen Beziehungen zwischen Deutschen und Israelis zu verbessern. 1986 wurde ein erster Freundschaftsvertrag geschlossen. Und es dauerte noch einmal fast 10 Jahre, bis ein ganz offizieller Städtepartnerschaftsvertrag unterzeichnet wurde. Hadera liegt an der Mittelmeerküste zwischen Tel Aviv und Haifa. Mit rund 80.000 Einwohnern, fast schon eine Großstadt, wurde es gerade erst vor 100 Jahren von Siedlern aus Russland und dem Baltikum gegründet. Heute ziehen viele Einwanderer aus den osteuropäischen Staaten und junge Familien aus dem Ballungsraum Tel Aviv in das schnell wachsende Hadera. An der 7 Kilometer langen Küste Haderas liegt das größte Kohlekraftwerk Israels. Doch neben der Industrie ist es vor allem die Landwirtschaft, die das Umland von Hadera prägt. Insbesondere Zitrusfrüchte werden angebaut und treten von hier aus ihre Reise in die Welt an.